Tuxi, komm mal mit. So, ich habe etwas. Dreh dich mal um. Das würde dich bestimmt interessieren. Das habe ich hier in die Steckdose gesteckt. Ja, es liegt noch verdeckt auf dem Boden. Ups. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ein Commodore C64. Ja, das wäre mein neues Projekt 2024. Ah, wie ich diese Tasten hier vermisst habe. Ja, jeder gute C64-Clip fängt mit diesem Satz hier an. Ich würde sagen, ich starte ihn einfach mal durch und guck mal, was passiert. Ja, und schon hätte ich mein erstes Programm geschrieben. Ich bin stolz auf mich. Jawohl. Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. Ja, in diesem Video geht es um Commodore 64. Und zwar habe ich mir das gute Exemplar, habe ich ganz günstig aus dem Internet ersteigert. Da konnte ich einfach nicht widerstehen. Als ich das Gerät gesehen habe, da kamen so alte Erinnerungen kamen da auf. Und da dachte ich mir so, komm, ich steige mal in die Retro-Szene mal voll ein. Ja, so ein bisschen Auslöser der ganzen Geschichte war auch, dass ich mit dem Emulator Weiß sehr viel herumgespielt habe. Auf meinem Linux-System, auf einem Ubuntu-System, also am normalen PC halt. Und ich dann doch dann gemerkt habe, es ist zwar alles ganz gut und schön, aber es geht nicht um echte Hardware. Ja, und dann habe ich dann halt dementsprechend dann mich im Internet so ein bisschen umgeschaut und irgendwann musste ich einfach zuschlagen. Ja, das Gerät, Commodore 64C oder auch Commodore 64-2 genannt. Der Vergilbungsfaktor, der ist wirklich nur minimal. Natürlich muss der gereinigt werden. Ist ziemlich schmutzig und fleckig. Das sieht man vielleicht nicht so ganz so auf der Kamera. Da muss ich das Gerät einmal auseinanderschrauben. Aber bevor ich mit der Reinigung anfange, wollte ich erstmal jetzt hier so testen, ob das Gerät auch funktioniert. Zumal ich am Anfang hatte ich ein paar Startprobleme. Da ist die LED immer wieder ausgegangen. Also sprich, der Computer ist immer wieder ausgegangen. Und ja, das lag wohl daran, weil man das Netzteil, das muss wohl erst warm sein, sonst liefert es wohl nicht genug Spannung. Und seitdem es jetzt fest am Stromnetz angeschlossen ist, ja, seitdem funktioniert ja auch ohne Probleme. Also alle Tasten sind in Ordnung, der Schalter ist auch in Ordnung. Das Ganze ist jetzt noch mit dem Antennenanschluss verbunden. Ich brauche jetzt hier noch so ein Super-Video-Ausgangskabel, dass ihr dementsprechend dann auch entweder mit dem Fernseher oder Ziel ist es, dann hinterher das Ganze dann mit dem richtigen Monitor zu verbinden. Aber dafür brauche ich höchstwahrscheinlich noch einen Konverter. So werde ich jetzt Step und Step, werde ich mir das gute Schätzchen jetzt hier mal vornehmen. Ich habe mir schon eine 1541, ist es, zumindest eine emulierte. Das ganze gute Schätzchen nennt sich SD2IEC. Ja, und hier ist dann dementsprechend so eine kleine SD-Karte drin. Und da kann man sich ein paar Spiele draufpacken. Das habe ich schon getan. Beziehungsweise die war sogar mit dabei mit einigen Spielen. Und es funktioniert astrein. Da ist sogar so ein Fastloader mit drauf. Da weiß ich allerdings noch nicht, wie ich den starte. Ja, das Ganze ist jetzt hier über diesen Port hier angeschlossen. Was aber nur zur Stromversorgung dient. Und hier wäre der ganz normale Anschluss für die Floppy. Hier sind noch diverse Schalter dran. Das ist einmal ein Reset-Knopf. Der ist wirklich sehr hilfreich. Falls du doch mal da so ein bisschen zickt, der Rechner, muss man den nicht komplett ausmachen, sondern kann ganz einfach und bequem den Reset-Taste betätigen. Und dann haben wir hier noch drei weitere Knöpfe. Da weiß ich nicht so ganz genau, wofür die sind. Ja, ich habe schon ein wenig herumexperimentiert, was man so am Anfang macht, wenn man jetzt den C64 am Start hat. Man muss natürlich ein kleines Programm schreiben. Kennt ja jeder, ne? Oh, ich wundere mich ja gerade, warum jetzt hier so viel Kaulermorsch geschrieben wird. Das liegt daran, weil in dem Pack, da waren auch noch zwei Joysticks mit dabei. Die habe ich jetzt schon angeschlossen. Und da steht hier auf Dauerfeuer. Ich denke mal, deswegen habe ich jetzt hier so einen wilden Text. Auch die beiden Joysticks, die muss ich auch mal sauber machen. Hier der zum Beispiel, der hat einen komischen Sound. Nämlich überhaupt keinen. Und der klingt noch richtig gut.
So, 10, Print, der Tuxer hat einen C64. 20, Input, Gänsefüßchen oben, wiege, ein E gibt's gar nicht, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Okay, dann machen wir das so. Wie gefällt dir der Personalcomputer? Gänsefüßchen oben, Semikolon, Dollar. Dann machen wir 30, Print, Dollar. Machen wir mal zum Test, ob das funktioniert. Wie gefällt dir der Personalcomputer? Gut, gebe ich ein. Dann kommt gut als Antwort. Ja, damit werde ich mich auf jeden Fall auch ein wenig beschäftigen mit Basic. Das wäre jetzt so mein, das wäre jetzt so ein Ziel, ja, oder besser gesagt ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen möchte. Und natürlich möchte ich mich natürlich auch mit alten Spielen beschäftigen. Ich habe da noch etliche in meiner Kramkiste noch gefunden, C64-Spiele. Und die sind jetzt dementsprechend auch auf der Speicherkarte. Ja, ich würde sagen, ich lade einfach mal durch mit Sternchen 8. Und dann schauen wir uns mal an, was passiert ist. Devise not present. Why? Ich drücke mal auf den Reset-Knopf. Gib das Ganze nochmal. Ja, okay. Wie befürchtet oder wie gedacht, sind die Knöpfe wohl zum Einstellen oder Verstellen des Laufwerksbuchstaben. Deswegen kam da gerade eine Fehlermeldung. Der eine ist für Laufwerksnummererhöhung und der andere dementsprechend zum Zurückstellen und auf Reset ist man dann dementsprechend immer wieder bei Laufwerk Nummer 8. Ich gebe jetzt hier mal List ein und das sehen wir auf der Diskette sind schon einige Inhalte, auch für den Commodore 64, für den Commodore 20 bzw. für den VC20, ja, für den C64 und für den Commodore C128. Ich brauche natürlich den C64. FB steht für File Browser. Und wenn man den jetzt startet, 8,1, dann bekommt man ein wunderschönes Menü. Kann ich ja mal ganz kurz starten mit Run. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Jetzt sehen wir den gleichen Inhalt wie bei dem Befehl List gerade. Und hier kann man natürlich mit den Pfeiltasten wunderbar jetzt hier so durchseppen. Und ich habe einige Spiele jetzt zum Beispiel unter C64. Da gibt es vier verschiedene Formate. Einmal D64, das ist so eine Art Image-Format. Also da wird eine ganze Diskette praktisch dann, steckt dann dahinter. D81, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so genau. P00 weiß ich auch nicht. PRG sind einzelne Programme. So viel weiß ich schon mal. Ja, ich würde sagen, ich starte einfach mal hinein. Mich hat es jetzt richtig gepackt hier. Ich möchte jetzt etwas spielen. Und was kann man besseres spielen als Gianna Sisters? Schnellladefunktion hat diese Karte von Haus aus jetzt erstmal nicht. Soll aber auch eine Cartbridge mit unterstützen. Dass wenn man beides hat, dass man dementsprechend dann auch dann fast loaden kann. Ja, wie Sie hören, hören Sie nichts. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass höchstwahrscheinlich der SID kaputt ist. Kann aber auch an einem Antennenkabel liegen. Vielleicht ist das nicht ganz so kompatibel mehr mittlerweile. So, wunderschön. Gianna Sisters mit der Musik von Chris Hülsbeck. Einfach genial. Ich drücke die Taste ein zum Starten und versuche mal mein Glück hier mit dem Joystick. Ah ja, ich habe den richtigen Joystick am Start. Ich gebe es mal so ein bisschen weiter nach vorne und versuche jetzt mal mein Glück. Wie man natürlich jetzt sieht, ist die Auflösung jetzt hier nicht ganz so gut am Fernseher. Ja, das liegt aber auch daran,
weil ich nicht den Monitorausgang genommen habe, also kein super VHS, sondern ich habe halt eben dementsprechend das Ganze über das klassische alte Fernsehkabel oder Antennenkabel, so heißt das, Antennenkabel angeschlossen. Und ja, da ist die Auflösung jetzt nicht ganz so gut. Oh, ist ein kleiner Bug. Was ist das denn hier? Okay, das kenne ich so auch nicht. Ja, und das hat man hier richtig die Möglichkeit, wie früher mit dem alten Joystick dementsprechend das Ganze zu spielen und richtig abzuschießen. Oh, ist auch ein bisschen träge hier. Oder das soll so sein. Schade, dass man jetzt die schöne Musik nicht hört. Aber ich merke, ich fühle mich hier gerade nach Jahr 1986 zurückversetzt. Das war nämlich das Jahr, wo ich mein Commodore geschenkt bekommen habe, zu meiner Konfirmation. Ah, die Zeit ist um, ich war zu langsam. Time out. Ja, was soll ich sagen? Es funktioniert. Ich starte nochmal ein anderes Spiel.